Recht herzliches Willkommen zu Twilight Forest Folge Nummer 3 mit dem Dosh LP dabei. Hallo. Wir haben jetzt den Minotaurus Offcam gesucht, hat nur ein paar Minuten gedauert und Ja, und hat mich auch ja. schon im Ziel. Oh, dann, ja, würde ich sagen, legen wir los. Den Minoshroom. Und das war's auch schon. Ja. Mighty Stroganoff. Was gibt's hier Schönes? Evans, ah, das ist zu schwach. Na ja, gut. Ah, Ironwood kannst du mal mitnehmen, das ist ja relativ selten. Ah, okay. TNT. Oh, das Steel Leaf Leggings. Ja. Mace Web Welfare, Steel Leaf. Das kannst du alles mal So. mitnehmen. Ja. Oh, ich habe eine Minotauren-Axt bekommen. Ja. Cool. Yep. Gut, und jetzt wollen wir den Mino. Ach verdammt, den Mino-Schwurm besiegt haben. Ah, komm. Ja. Geht es auch schon Moment, weiter ich bei bin uns. Und dran. zwar dürfen wir jetzt zurück zum Spawn, denn wir müssen Ja. den bis jetzt härtesten Gegner besiegen. Bin gespannt. So. Und dafür, jetzt sind wir wieder am Spawn, Ja. müssen wir in den Feuersumpf. Okay. Und zwar war hier auch ein Sumpf relativ in der Nähe, soweit ich schon weiß. Ja, ich glaube, das war jetzt hier in der richtigen Richtung. Oh, okay, Nee, da. nicht da lang. Na. Ja, in den dunklen Wald kannst du noch nicht gehen. Ja, da wird es extrem dunkel. Ja, da kriegst du sofort einen Blindness-Debuff. Genau, das war das. Warte mal, ich schaue nicht auf die Map. Da komme ich jetzt gar nicht Okay, rüber. ich weiß es. Ja? Wir müssen Richtung. Ah, was ist das? Richtung Westen. Okay. Verdammt, jetzt komme ich ja nicht raus. Doch, jetzt. Western ist hier lang. Cool, dann siehst du auch nachher das zum ersten Mal. Ja, so. Okay, hier sieht man eigentlich. Ich finde aber auch eine ziemlich günstige Position. Aha. Muss man ganz ehrlich sagen, weil das letzte Gebiet ist bei uns direkt am Spawn. Ah, also das ist auf jeden Fall gut. Weil das letzte Mal, als ich den Twilight Forest gemacht habe mit dem Street Digger, Ja. da haben wir eine gefühlte Dreiviertelstunde danach gesucht. Oh, das. Ja, das ist schon lang. Lange. Wo bin ich jetzt? Hä? Okay. Also Okay, hier ist der Sumpf. ich bin jetzt irgendwie bei. Ah, da baut sich was auf. Irgendwas aus Quarz, wenn ich es richtig sehe. Quarz? Was? Oder? Nee, das ist nur Marble. Okay, ich bin bei dem Sumpf angekommen. Okay, Ich soll ich nicht gerade warten? ich. Ja, Moment, ich grab mich hier kurz raus für einen Waypoint. Verdammt. Wo bist denn du? So, komm schon. Oh ja, wer ist denn dieses Eichhörnchen? So, ein bisschen noch. Jo, jetzt Waypoint. Kann ich? Jo, geht. Das, ich glaube, dass ich auch gleich noch den nächsten Dungeon gefunden habe. Weil hier ist der Irgendwie. Feuersumpf. Jetzt geht's so. Ah, okay, hier ist das. Ja, aufpassen, weil hier gibt es gerne mal so Feuersäulen aus dem und relativ viel Lava. Ich glaube, ich habe sogar schon das nächste Gebiet gefunden gehabt, was wir dann brauchen. Ja, das kann gut sein. Hier boah. Oh, das ist Lava. So. Ist das? Ja, weil hier ist der nächste Boss. Ja, mit diesem Hügel. Genau, weil Ah. hier findet der Kampf gegen die Hydra statt. Hydra. Ah, da sieht man schon das Symbol oben. Ja, und wenn ich jetzt ein bisschen so auf griechische Mythologie eingehe. Die Hydra hat drei Köpfe. Und ja, man muss natürlich Und die müssen wir auch. auch angreifen. Ja, ich glaube, dass wenn man auf den Hintern angreift. Ja, der Hintern ist die schwächste Stelle. Echt? Jo. Also sonst haben wir immer nur die. Bei der Hydra immer nur die Köpfe abgeschlagen, Ende. Das sieht am Ende immer richtig cool aus. Stimmt. Ja. Ja, so wäre die. So.
Genau, da war es gerade. Ein Kopf ist weniger. Und wer sich so ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt, die Hydra bekommt immer wieder neue Köpfe. Und Hier zwar auch immer schon einen zwei. mehr. Und zwar immer einen Kopf mehr, wenn einer ab ist. Genau. Alter, ist das wie ich gerade laut. Ja, So. aber auch ganz schön tot. Jo, und da stirbt es, glaube ich. Ja. Wieso? Ah, jetzt. Oder? Jetzt. Ah, jetzt haben wir es. Oh, Loot. Ich habe auch was. Fury Blood. Ich Sieben kann das Stück. Zeug nicht aufgeben. Moment. Hydra Trophy und das hier was. Und wieder Tour Yellow Heart. Hydra Chop. Cool. Hast du das nicht aufgehoben? Doch, das hatte ich Und schon. das hier wie blatt? Gut. Ah, jetzt habe ich den Erfolg. Sehr schön. Gibst du mir das dazu? Ich einfach alles bei mir in die. Zack. Na, was geil. Und die was war, glaube ich, auch dabei und dann auch die zwei. Und sonst mal noch Beef Stroganoff. Ja, gut, das kannst du eigentlich behalten. Ja, okay. Okay, weil jetzt, wo wir das gemacht haben, sind wir bereit. Ja. Wir müssen in die Dark Forest Ruinen. Ah, okay, dann. Also setze das Portal zurück zum Spawn, von da aus sind wir schneller. Ja, Moment. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was dann? Musstest du schon mal was essen? Ja, ein bisschen müsste ich schon essen. Ich noch nicht. Komisch. So, die Dark Forest Ruinen sind nämlich hier drunter. In diesem dunklen Oh. Wald. Okay. Ich meine, Ah. nein, das wird jetzt nämlich richtig lustig. Ja, weil jetzt ist auch nicht dieser Buff weg. Oh. Mistwolves kommen. Die sind neu. Ja, so. Die sind echt neu, da habe ich mich gerade erschrocken. Wolfhead, cool. Ah, ja. Ah, kann man. Okay, Das wenn du dann schon in diesem. Es gibt noch ein weiteres Gebiet hier. Da wären es dann so ja. rote Bäume. Da bist du was Okay. falsch. Weil da müssen wir danach hin. Ah, ich glaube, ich bin schon bei dieser Stelle. Mit den roten Bäumen, oder? Ja, oh Alter, das frisst mich. Ja, so die Leaves sind rötlich. Ja, da bist du da falsch. Aber ich habe gerade schon was gefunden. Und zwar so ein Koppelbau in Ja. der Schlucht. Das heißt, wir müssen. Hier in der Nähe müsste irgendwo das Pedestal sein und diese Mistwolfs. Okay. Du, das ist eigentlich relativ leicht zu finden. Du musst einfach nur so einen kleinen Stormwix, so ruinartig Stormwix finden. Ja, ich glaube, ich habe schon was gesehen. Moment. Das ist hier echt verdammt schwierig zu finden. Oh, ja, so Ja, ich bin die am Ausgang. machen es ein bisschen schwieriger. Geh ich Fände ich aber auch weiter. cool, wie sie den Twilight Forest später noch bearbeitet haben. Weil damals bist du einfach nur reingegangen, hier Erze zu farmen. Und das ist geil. Also ich habe jetzt hier so einen Weg gefunden. Also ich bin jetzt gerade in so einem Tunnel drinnen. Weißt du, was das Problem ist? Ja. Dieser Tunnel, wo du drin bist. Komm mal zurück, das ist nämlich genau der richtige. Verdammt, jetzt bin ich wieder reingefallen. Weil ich bin. Du bist bei mir komplett in der Nähe, ne? Ja, also ich sehe dich auch auf der Karte. Jetzt müsste ich genau unter dir sein. Ah, da bist du. Oh, lol. Oh. Das ist hier schon oberhalb spawnen. Und zwar. Ja. Jetzt kommen wir hierher. Mit. Ups, das Bist war du der weit, du Ort. bist weit, du bist weit. Ja. Einfach hier rein und dann geradeaus. Aha. Weil hier geht es weiter. Latin Trophy Pedestal, cool. Ja. Nicht abbauen. Ah, okay. Weil da, das geht Ja. ganz einfach, nehmen wir eine Nagertrophäe, setzen die da drauf. Oh. Geil. Ups. Da wird jetzt eigentlich runterfallen. Ja, da Verdammt. bist du aber rein. Okay.
Weil hier müssen wir, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja, die Phantome suchen. Okay. Wir müssen hier so ein Grab finden. Ah, Moment, dann sitze ich mal. Warte. Ah, nee, ich mach die Partei ja eh noch vorne. So, und jetzt hoffe ich, dass wir nicht den gleichen Bug haben wie bei meinem alten Server. Aha. Oh, ich hab's schon gefunden. Okay, du bist die Richtung. Okay. Müsste ich eigentlich hier so ankommen können? Das war jetzt verdammt schnell. Okay, da komme ich nicht durch, verdammt. Dann müsste ich eigentlich hier durch können. Warte, Ja. Oh shit, ich bin in Lava. Ja, du bist doch eh Lava-resistent. Du bist doch genau richtig. Ah, okay, So. Habe ich einen Block bei? Ich könnte jetzt TNT anbieten. Das könnte ein bisschen gefährlich werden. Wenn ich jetzt das Portal ersetze. Warte. Jo. Das machen wir jetzt ganz einfach. Aha. Baue ich hier so ein paar Blöcke ab? Ja, Underbrick Blocks. Die sehen ja auch nice aus. Weil abbauen haben wir gesagt, dürfen wir ja, bloß halt nur nicht mitkämpfen. Ja, und danke. Dann jetzt hier einmal mitkommen. Aha. Hier sind die. Ah, okay. Einmal besiegen. Okay, ja, das ist. Geht schnell. Zack. So. Und fertig, wir können schon wieder weg. Wow, das war schnell. Hier ist ja noch was Interessantes, das nehme ich mal als mit. Oh, cool, Night Metal, den Gott. Ich schaue währenddessen in die Achievements. Ja. Ah, ich bin schon wieder ins zur Welt gegangen. Und zwar. Jetzt dürfen wir. Könnten wir eigentlich wieder zurück zum Spawn gehen? Sollte schneller gehen. Hab ich auch Essen verloren. Weil jetzt. Müssen wir oben rauf. Ist das. Achso, auf das ist hier drauf. Okay. Genau. Jetzt kommen wir nämlich, dürfen wir auch in dieses rote Gebiet rein. Weil da kommen wir zu einem ganz, ganz großen Turm. Okay. Ich glaube, das sind das so weiße Türme? Nicht so ganz. Ah, okay, dann habe ich den Weltpunkt woanders. Ah, das ist was anderes. Weil das hier, da könnten wir uns von oben rauf, unten raufkämpfen, das würde aber die Folgen ewig lang strecken. Ja, dann packe ich. Und das ist auch relativ uninteressant. Jetpack aus. Oh, okay, ich hab Gast. Ja. Oh. Wow, das sieht mal episch aus. Wir sind aber nicht ganz oben. Ja. Oh. Weil ganz oben kriegst du eine Überraschung. Okay. Also ich glaube, hier werde ich nochmal herkommen und ein bisschen Holz farmen. Ja, das Holz sieht geil aus. Ja, definitiv. Weil wenn du hier oben bist. Ja. Einmal in die Mitte und dann. Ja. Hallo Urgast! Heilige Scheiße! Boom! Das ist ein fetter Brocken. Ja. Wow. Okay, ich glaube, das wird mein Jetpack kosten. Ah, ich glaube, da muss. Habe ich schon befürchtet. Da müssen wir mit Pfeil und Bogen ran. Ja, ah, okay, dann ich. Wenn man den etwas Damage macht, fängt es an zu donnern, zu regnen. Aha. Und es spawnen mehrere Gas in der Nähe. Aha, okay. Ja, keine Sorge, den können wir so weit weg töten, wie wir wollen. Ja. Weil der Loot spawnt in der extra Kiste. Ah, das ist nice. So. So, ah, und das ist auch schon die Kiste. So. Jo. Dann nehme ich einmal kurz raus. So. Sehr schön. Aha. Auch einmal für dich. Ja. Und danke schön. Einmal das. Ach, das war schon. Ja, also das erste hat gezählt. Gut. So. Und ich will mal ganz kurz was schauen. Das war nicht hier. Komm mal eins mit runter. Ja. Ne, zwei sogar waren's. So.
Darf ich dir was Cooles zeigen? Ja, Moment. So. Aha. Leg mal die Schalter um. Ja. Oh. Voila. Wow. Und warte, überlass es mal. Okay. Und? Wow. Und wir haben ein paar Gast. Hä? Was war das jetzt für ein Mode bei meinem Bogen? Hä? Okay, ich habe gar nicht meinen Bogen gerade umgestellt. Verdammt. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nochmal vorbei. Ja, also ich definitiv auch. Da werde ich mal kurz Merkmal setzen. So. Und ich schaue, wie es weitergeht mal wieder. Ja. Oh, okay. Jetzt wird's lustig. Aha. Wir müssen ins Schneegebiet. Schneegebiet. Wie sieht das aus? Schnee. Stupide gesagt. Nein, mein Schwert. Okay, dann was? Das ist auch noch nicht das. Oh. Weil gut, weil dann dürfen wir jetzt wieder was suchen. Also ich habe hier das Portal. Ja gut, wir können jetzt erstmal in jeder in der Richtung gehen und suchen. Okay. Weil am Schneebiom kommen wir nicht dann vorbei, da müssen wir so oder so hin. Ja, das stimmt. So, also ich schaue, dass ich hier irgendwie rauskomme. Greife ich mich mal hier durch. Okay. Ich würde hoffen, dass wir so relativ schnell einen finden. Ja. Verdammt. Weil diese Aufnahme geht halt nicht mehr allzu lange. Mhm. Ja. Sowohl diese Folge als auch die Aufnahme Session. Mhm. Weil ich dann doch ein bisschen sehr müde bin und ich dann morgen schon das neue, für mich das komplett neue Projekt aufnehmen muss. Ja. Also ich rede jetzt nicht von Chaos auf Deponia, sondern für mich ist morgen der Tag, wo ich mir Deponia Doomsday hole. Mhm. Und auch dann direkt die erste Folge aufnehmen darf. Ja. Oh, da freue ich mich auch schon wie teuflisch drauf. Ja, ich bin auch schon mal gespannt, wie es dann wird. Du kannst ja auch mal bei mir auf dem Kanal mal schauen, wenn du Langeweile hast. Ich habe damals nur mal den ersten Deponia-Teil let's played. Mhm. Und auch ein bisschen gefehlt, wenn ich sagen darf. Ja, natürlich. Weil dieses Spiel ist einfach so eine unglaublich beschissene Logik, das ist krass. Ja, also bei dem Let's Play, ich mache das Close Your Ace. Da ist es auch ein bisschen schwierig mit den Rätseln, aber ja, es wird langsam. Ich glaube, das kommt nicht in die Logik von Deponia ran. Weißt du, wie bescheuert das einfach ist? Ich habe da mal mit meinem Kumpel einen ganz guten Vergleich aufgebaut. Aha. Einfaches Rätsel. Du hast eine Banane im Inventar und vor dir ist ein Affe. Was machst du? Was ist das jetzt schon wieder? Oh, Moment. Was hast du jetzt gefunden? Okay. Sprich doch mal Deutsch. Also irgendwas verursacht hier komische Geräusche. Oh, komisch. Komische Geräusche? Ja, so ein komischer Piepston. Hm. Okay. Muss ich mal schauen nach der Aufnahme, was das ist. Ah, ich bezweifle aber, dass wir das noch schaffen. Ja, also ansonsten schieben wir uns das für die nächste Folge auf. Jo. Ja gut, wollen wir es dann einfach so machen, wenn wir jetzt schon mal die Folge unterbrechen? Ja, würde ich sagen. Letzte Folge war ja eh was länger. Ja. Können wir euch ein bisschen kürzer machen. Gut. Würde ich sagen, wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.